Jo, meine Freunde, da sind wir wieder bei M-Stars zockt Infinite Warfare. Ja, wir haben gerade so einen riesigen Roboter abgeknallt und haben uns dieses Schild hier besorgt. Schlagen kann man damit auch, scheinbar. Sprinten, weiß ich nicht. Interessant. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Salter. Salty. Die Sichter sehen so hammergeil aus. Ah, okay. Man kann es nicht die ganze Zeit durchstrennen. Wäre ja auch ein bisschen zu unfair. Dann mal hier. Auffüllen Munition. Okay. Granaten sind immer gut bei den Dingern. Oh! Jetzt hat er mir einen gegeben, Alter. Aber so einen richtigen schönen Schlag in die Schnauze. Kacke, Verfluchte. So, Munition aufgefüllt, aber Granaten nicht, ne? Ist klar. Komm, ich bin da oben drüber gehüpft, Alter. Gibt's doch nicht. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht mehr so aggro. Ich werde den nochmal von oben angreifen. Ja, der macht nicht mehr lange, glaube ich. Jawohl. Down ist er. Down gehen sie alle. Danke. Ist das hier? Splittergranaten. Oh ja, sehr schön. Unsere Leute sind direkt dahinter. Ja, die nehme ich mir mal mit hier. Dezente Waffe. Terminal im Nacken sicher. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. Ja, mach mal. Hier drüben! Feinde kommen! Auf geht's! Beeilung! SDF, 12 Uhr! Ist unter Beschuss! Wir stürmen durch! Security Screening, so. Krasse Knarre, Alter. Jedes Mal aufs Neue. Springt auch so von einem Gegner zum nächsten, ne? Richtig übel. Aber damit kann ich nicht hüpfen. Ups! Maske auf! Oh oh! Autsch! Scheiße! Dezentes Loch in meinem Glas. Oh komm, Ethan, Alter, hilf mir! Ja! Alter! Ja, was meinst du, was ich hier mache, Alter? Scheiße! Okay, X drücken. Oh! Shit! Alles bestens, Ethan. Und du? Krass, dass er mir geholfen hat, Junge. Die Erde steckt in Schwierigkeiten, wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern. Können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ, sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Zuerst braucht der Captain eine Waffe. Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffenkammer gleich da vorne. Ja, gib mal hier ein bisschen Ausrüstung, Herr Digga. Wollen wir vielleicht ein bisschen Munition und eine Waffe wäre vielleicht auch nicht schlecht. Sind alle tot hier. Waffenkammer entdeckt. Okay. Das ist unser Arsenal. Nehmen Sie, was Sie brauchen. Danke, Wachmann. Trojan, Reaver, Vordergriff. Okay, nee. Schrotflinten und LMGs.
Wie bestellt. Reaver, Reaver. Diese Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots. Halten Sie die bitte von mir fern, Sir. Mauler. Hier ist auch ein Verbesserungsterminal. Alte Scheiße. Oder diese hat sich eine NV4 geholt, Alter. Ich will auch was vernünftig haben. Schrotflinte und LMG, wir brauchen beides, Reyes. Ach, ich hab hier ein LMG, ja. Und eine Schrotflinte auch, ja. Ich will keine Schrotflinte haben. Reaver mit Reflex. Wird versorgt, brechen wir auf. Scheiß Schrotflinten. Aufmachen, Soldat! Das ist ein Angriff auf die Basis. Gehen wir da okay. Auf und sichern wir weiter geht's. Alpha ist unterwegs, Bravo! Haltet durch! Splittergranate. Wir sind hier oben auf Verbündete gestoßen. Ich sehe Bravo. Was ist das hier? Schockgranaten haben wir. Dahinter, kommen zur Verstärkung. Ah, die haben also keine Chance gegen Schockgranaten. Die fällt denen ja nicht so. Alter, ist das MG schnell alle. Sniper! Stirb, du Assi. Assi-Art. Oh, was ist denn da? Ja, alle plus Roboter. Oh. Alter. Hat der mich angefrackt oder was? Richtig mies. Krass, dass die Granate nicht in die Luft geflogen ist, ey. Hier ist der letzte Scheiß. Ohne Witz. Was schießt denn da immer? Irgendwann haut mir da übelst in die Fresse. Das mag ich aber nicht. Ein Erfolg. Ja, die fällt mir schon besser als so eine blöde Schrotflinte. Spaten SA3. Wie unfair. Mauler, Scott. Ja, zieh ich mir rein, Alter. Finde ich zwar nicht ganz so geil, die Waffe. Aber geht schon. Verzieht halt krass, ne? So, okay, stirb. Mehrere Kontakte. Wenig Munition, dann können wir mal ein bisschen weitergehen jetzt. So, ich habe Gott sei Dank wieder die Volk am Start. Schockgranate geworfen. Oh, die habe ich ein bisschen veraimt. Wenn hier so eine Munikisten rumliegen, dann sollte man die auch benutzen. Ich nehme mal den Sniper mit hier. Nee, das ist nicht der Sniper, das hier. Alle Energiewaffen. Okay. Sit. Ach, Ethan. Sturmgewehrmodus, ah. Gut euch zu sehen, Marie. Ist ja krass. Ich sehe Jackals mit unserem Namen. Aufmachen, Soldat! Roger, Lieutenant! Jackals, das sind unsere normalen, Raumschiffe. Freigabe zur Startvorbereitung? Habe ich, Ma'am. Ein paar Rechner am Start hier. Was haben Sie vor? Wir kapern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Okay. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückhalt, Captain. Leute, durchhalten! Wir holen euch da raus!
Oben rechts ist übrigens gar nichts in der Ecke, ja, meine Freunde. Keine Minimap, kein gar nichts. Also hier oben in meiner Ecke hier. Verpasst ihr nichts. Nur um das mal gesagt zu haben. Mein Team steht, Sergeant. Ja, Kasi, du willst krass aus, ey. Dann heben wir mal ab. Gut, welchen nehme ich? Den da. Ab geht's. Auf in die Luft. Let's do this. Düsen sind okay, Antriebe auch. Die Küstenwacht wird überrannt. Tigris braucht Hilfe aus der Luft. Oh, wo sind wir denn? Achso, wir sind immer noch auf dem Mond, oder? Roger, Starterlaubnis erteilt. Wie war denn das? Waren wir jetzt noch auf dem Mond oder waren wir nicht mehr auf dem Mond? Ich glaube, wir sind nur auf dem Mond, ne? Wir halten diesen Hafen nur, wenn wir die Luftröhre zurückerlangen. So, jetzt ist. Räumen wir auf und drängen die SDF aus diesem Luftraum. Ja, jetzt ist die Steuerung richtig rum, Alter. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Flieger, vor dir! Zwei zerstört! Das war alles? Bin bei dir! Ja, jetzt ist die Steuerung richtig rum. Wir verlieren Bodenunterstützung. Täuschkopf, bleiben wir dran! Wir drängen sie zurück! Boah, Feinde abschütteln! Okay, man. Nein! Gegner hinter mir, Alter. Aua! Harte Mondoberfläche. Bleiben wir dran, wir drängen sie zurück! Ah, gerade noch. Das sind Lenkerketten! Die Küstenwacht Jackals sind da nicht drauf ausgelegt! Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit! Roger Sky 1-1, wir haben eine Raketenvorratsdrohne bereit. Markieren Sie die Position. Sky 1-1, markieren Sie die Position. Das ist ja ganz schön schwierig, so ein Luftkampf, muss ich sagen hier. Das ist geil, aber auch nicht gerade einfach. Meine Vorratsdrohne anzufordern. Position markiert, Vorratsdrohne kommt. Hä? Ah, okay. Noch ein bisschen nachgeladen, ja. Geladen und entfächert. Skars, trefft sie mit euren Raketen. Skars. Ziele auf 11 Uhr. Raketen frei. Hab ich überhaupt Raketen, Alter? Drücken Sie RB für einen Raketeneinsatz. Ja, war doch klar, dass er das abwehrt. So, meine Freunde, wir müssen gleich. Scheiße, doch, wir machen den Part einfach ein bisschen länger. Um das Feuergefecht hier noch bis zum Ende durchziehen zu können. Was ich auf jeden Fall geil finde. Ist, dass man hier nicht giert, ja, mit dem Flugzeug. Kritischer Schaden, Alter, was soll ich machen? Jetzt so. Man dreht sich mit dem Schiff, ja? Man dreht sich mit dem Schiff. Man giert nicht, sondern da man ja schwebt quasi. Das finde ich schon ziemlich geil gemacht. So. Da hast du keine Flugzeug-Aerodynamik oder irgendwie sowas. Wäre ja auch Schwachsinn im All. Vorsicht!
Fliegt doch mal hinterher da, Alter. Das ist ein großes Schiff, ey. Wo bin ich? Ziele, rechte Seite! Jawohl, da ist down, Alter. Down gehen sie alle. Und im Hintergrund die Erde. Wie schön. So, meine Freunde, wir machen jetzt aber jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal Feierabend. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Dann geht's weiter mit diesem spannenden Gefecht hier in der Luft. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Däumchen hoch.